Beim Unterrichten von zu Hause sitzt man natürlich viel am Computer und unterrichtet über den Meet und Google Classroom, aber man hat auch Zeit für kreatives Arbeiten im Visual Journal. Besonders Spaß macht das Unterrichten mit der Dokumentenkamera, indem man Tutorials erstellt für die Schülerinnen und Schüler oder auch während des Unterrichts live arbeitet. Und hier zum Abschluss für euch ein kleiner Frühlingsgruß von mir. Hoffentlich wird's bald wärmer.